Worum ging's denn? Geht's denn bei Tanzverbot, Digga? Das hat er hochgeladen. Weshalb meine Wohnung immer dreckig ist. Ist das das Neueste? Ja, anscheinend schon. So. Doppelpiece. Doppelpiece, hier ist wieder Tanzverbot. Hä? Mann, ich weiß nicht, warum mein PC auf einmal so laut wird. Absolut traurig, ich der Junge. Ich habe heute eine Feststellung gemacht, die mein Leben um einiges einfacher macht. Und zwar kennt ihr ja viele meiner Erfolge für meine Situation Erfolge. Und zwar habe ich es eine Woche lang geschafft, kein Essen zu bestellen. Ui. Und habe selbst gekocht. Ui. Und ein, zwei Wochen davor habe ich mir eingewichst. Habe ich es geschafft, meine Wohnung komplett aufzuräumen, so dass sie zumutbar sogar für andere Menschen gewesen wäre. Ja, ja. Das sind verfallende Zustände. Es hat sich einiges seitdem verändert. Ich werde euch jetzt hier ganz einfach mal kurz einen Clip einspielen. Alter, holy shit. Digga, ich krieg Würgereiz bei der Küche. Digga, ist ja fiedet. Ich habe natürlich nicht Pause gemacht, ich habe das jetzt. Was soll ich dazu sagen, Digga? Da ich davon ausgehe, dass der liebe Kilian das Video schaut. Bin ja cool mit ihm. Wir haben ja auch auf dem Discord einmal geschnackt und auch über Wohnungen. Es tut mir wirklich leid. Ich kann da jetzt nicht viel für aufbringen. Außer, dass du eine verdreckte Drecksau bist in deiner Wohnung. Das ist widerlich. Also es tut mir wirklich leid. Geh davon aus, dass das natürlich auch for real ist, dass deine Wohnung so aussieht. Aber wie kann man sich in dieser Umgebung aufhalten, Digga? Ich werde es nicht verstehen, dass man mal ein bisschen Dreck in der Wohnung hat, das ist klar. Aber du solltest dich nicht Tanzverbot nennen, sondern Sauberkeitsverbot oder Aufräumverbot. No front, du weißt, ich mag dich, Digga. So, ich habe für vieles Verständnis, aber wie kann die Wohnung so widerlich aussehen, Digga? Das ist widerlich as fuck. Widerlich! Und wenn ich dein Vermieter wäre und das gesehen hätte, Digga, ich hätte dich rausgeschmissen. Widerlich, Bruder. Naja, Messi, nee, das ist nicht Messi gehen. Also da holt ihr zu weit aus, Freunde. Messi ist ja, wenn man alles hortet und gar nichts wegschmeißen kann. Er kann ja wegschmeißen. Er hat ja gesagt, er hat vor 3 Wochen aufgeräumt. Oder so, oder vor. Also, lieber Kilian, ich kann dir nur einen Tipp geben, Digga. Ich gebe dir jetzt einen Bruder-Tipp, okay? Hör ganz genau zu, mein Süßen. Du machst jetzt folgendermaßen. Du nimmst jetzt einen Tag in der Woche vor, dass du aufräumst. Also jetzt angenommen irgendwie, du nimmst jetzt vor, Mittwoch räume ich auf. Und dann suchst du dir einfach eine Putzfrau, Digga. Die du gut bezahlst, sagen wir mal 15 mal die Stunde. Natürlich nicht Spaß auf die Hand, also Spaß auf die Hand. So, und die kommt alle einmal in der Woche vorbei und macht die Wohnung sauber. Aber das, Digga, das ist widerlich. Meine Meinung. Aber ich habe ja noch nicht mal zu Ende geguckt. Schauen wir weiter. Ich habe hier alles irgendwie in einen aufgenommen und werde versuchen, das irgendwie zu schneiden. Du bist vom Mainstream geworden, du schneidest deine Videos. Du Hurensohn. Wie ihr sehen könnt, existiert in meinem Haushalt das völlige Chaos. Die Wohnstube ist wieder völlig vermüllt. Ich kann nicht lauter machen, check dir's. Der Flur ist völlig vermüllt von Bestellungen. Und die Küche ist letztendlich auch völlig vermüllt von der Woche, in der ich selbst gekocht habe. Und nun stelle ich mir die Frage, wieso passiert das immer wieder? Wieso falle ich immer wieder in diesen Trott zurück? Und ich bin jetzt einfach zum Ergebnis gekommen, ist es meine Bestimmung, so zu leben? Ich habe schon mal gesagt, es ist nicht schön. Also es ist gesellschaftlich nicht anerkannt, wie ich lebe. Nee. Es ist für viele müllig. Widerlich ist das. Viele können sich nicht hineinversetzen in diese Situation, wie ich mich so wohlfühlen kann. Ich zu meinen Teilen muss sagen, dass ich kein Problem damit habe, so zu leben, aber denke, dass ich dass meine Meinung sehr geprägt ist, zum Teil auch durch äußerliche Einflüsse, die mir halt eben gerade in den Videokommentaren immer wieder bestätigen und sagen, dass das unzumutbare Zustände sind. Sehen wir davon ab, von dieser Meinung, die sich von außen in meinen Kopf versucht einzutrichtern,
finde ich es nicht schlimm, so zu leben. Und ich bin jetzt ganz klar der Meinung, dass das für mich so vorgesehen ist. Dass man mich auf die Welt geschickt hat, um mir dieses Leben zu geben. Also seid mir nicht sauer, ich will ihn jetzt nicht fronten oder so, ich kann mir den Dünnpfiff, den er da redet, nicht geben. Das ist halt aus meiner Sicht absolut ein Dünnpfiff, Digga, den er da redet, Mann. Das ist Dünnpfiff, meiner Meinung nach. Tut mir leid, Digga, ich kann mir das aber nicht geben. Das ist richtig gequälte. Wisst ihr Bescheid? Also, tut mir leid. Das ist Schwachsinn. Meine Meinung. Wenn er so leben kann, ich fänd's ekelig, Digga. Also ich will ihn damit auch nicht haten oder so, ne? Aber ich, Digga, so kann man doch nicht leben, Bruder. Also, dass man mal irgendwie keinen Bock hat, seine Wohnung aufzureihen, ey, das fühle ich ja voll. Aber das ist ja schon, das ist schon ekelig, Digga. Und sowas hätte ich never ever.